Mein Name ist Nathalie Driemeier, ich bin 30 Jahre, gebürtig aus Osnabrück und mein Werdegang im Theater hat mich durch verschiedene Orte geführt. Ich habe erst Literatur, Theater, Medien und Soziologie in Osnabrück, Berlin und Paris studiert, habe dann an verschiedenen Orten, an verschiedenen Theatern, zum Beispiel in Heidelberg, in Halle-Saale, Bonn, Weimar, aber auch international in Italien, in der Ukraine und Montenegro gearbeitet. Herr Mokusch hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte und mir auch vorstellen könnte, hier in Bremerhaven am Stadttheater zu arbeiten. Ich bin dann hierher gefahren, habe mir die Stadt angeschaut und habe gemerkt, ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen und bin jetzt Neubürgerin in Bremerhaven. Ich habe mich stellvertretend für das Stadttheater Bremerhaven bei dem SWB Netzwerk Award in der Kategorie Business beworben, weil wir verstärkt in die Stadt hineinarbeiten möchten, in einen aktiven Dialog mit den Bremerhavenern, mit den Bürgern dieser Stadt treten wollen. Wir werden verschiedene Projekte im öffentlichen Raum machen, um eben direkt auch dieses Haus hier stark zu öffnen und die Leute zu erreichen, die vielleicht nicht direkt in dieses Haus sofort gehen würden, um eben diesen Dialog herzustellen. Wir merken, dass eine wahnsinnig positive Energie in dieser Stadt herrscht, was sozusagen Kooperationspartner angeht. Die Leute haben Lust, etwas in diese Stadt hineinzugeben und man merkt diese Energie und darauf freuen wir uns. Mein Weg hat mich nach Bremerhaven geführt, weil ich natürlich zum einen diese Stadt sehr gerne mag, die Menschen, die mir von der Mentalität sehr ähnlich sind als gebürtige Osnabrückerin. Als Norddeutsche, man hat mir gesagt, als Osnabrückerin sei man keine Norddeutsche, aber ich fühle mich so und das Theater einfach ein wunderbares Haus ist. Also man merkt die ganzen Mitarbeiter, natürlich auch das neue Ensemble, das wir natürlich selbst zusammengestellt haben. Es passt einfach zusammen, es ist eine Energie hier und man merkt in dieser Stadt einfach auch mit dem Klimahaus, mit dem Auswandererhaus, was hier im Bereich Tourismus gemacht wird, dass einfach diese Stadt lebt. Also trotz Leerstand, der hier doch sehr hohen Anteil hat, glaubt man an diese Stadt und gibt die Energie rein und kann gemeinsam etwas hier schaffen. Und das möchten wir mit dem Theater auch unterstützen. Für mich persönlich, ich freue mich einfach auf die Stadt. Ich freue mich auf das Meer, was ja dann doch zwar ein bisschen weiter weg ist, aber sozusagen hier hat man schon so ein Meergefühl. Ich mag das Klima, ich mag die Containerschiffe, die man hier sieht, also sozusagen ja, die Welt, die hier nach Bremerhaven kommt und freue mich, diese Stadt hier kennenzulernen und freue mich, die Menschen hier kennenzulernen und mich hier einfach sehr wohl zu fühlen an diesem Ort, in diesem Theater mit diesen Menschen.